MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind mal wieder auf dem First Team, da habe ich jetzt nämlich mal richtig Bock drauf. Könnte natürlich ein bisschen dauern, bis ich einen Gegner gefunden habe, weil kein VPN und so. Wir testen das einfach mal. Zum Anfang hätte ich sogar noch eine kleine Story für euch. Das heißt, vielleicht finden wir in der Zeit sogar einen Gegner. Ich glaube mal eher nicht dran, aber ich werde im Hintergrund einfach mal versuchen, Gegner zu finden und erzähle euch mal die Story. Die ist relativ kurz, aber war schon wieder ganz witzig, weil der Massive hätte sich fast das erste Mal geprügelt im Urlaub und das ging nicht von mir aus. Es war halt gestern Abend so, ich war noch mal in der Bar, relativ alleine, also ich war erst mit einem Deutschen da, mit einem anderen, den ich hier kennengelernt hatte, aber der war relativ schnell weg, der hat da irgendwie eine Thai-Tussi geschnappt und ist mit der aufs Zimmer, also er hat mir natürlich Bescheid gesagt. Und ja, ich wollte aber noch ein bisschen da bleiben, noch ein bisschen chillen und sowas, weil der Tony, der ist übrigens in Laos. Laos ist hier so ein Nachbarland, weil der Tony, der macht da glaube ich einen kleinen Visa-Run, also das heißt, er holt sich da ein neues Visa. Und deswegen ist er bis Mittwoch ist er da, also in Laos. Und ja, deswegen war ich relativ gechillt, mal alleine unterwegs. Der Schwede, der hat irgendwie seine Freundin geknattert, keine Ahnung. Und ja, dann war ich jedenfalls in so einer Bar, hab mich ganz gechillt dahingesetzt, hab mir ein Bierchen bestellt, ein paar Fotos geknipst, ein bisschen, ja, mit so ein paar Girls Augenkontakt gehalten und auf einmal setzt sich so eine Tussi neben mich. Die hatte ich aber auch vorher schon gesehen, dass sie mit einem anderen, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob der, na gut, jetzt weiß ich, was er ist. ich kann es ja jetzt schon mal aufdecken, die sich bei so einem Russen aufgehalten hat. Also es war ein russischer Mitbürger, der hier auch im Urlaub war. Und die war halt vorher als bei dem, deswegen hat es mich relativ gewundert, dass die zu mir gekommen ist. Und ja, jedenfalls wir ein bisschen gelabert auf so halb Englisch. Also es ist ziemlich schwer, die Thais, die nicht ganz so gut Englisch können, zu verstehen. Weil die reden, die sagen die Wörter so komisch. Zum Beispiel, how old are you? Da sagen die dann irgendwie, how old are you? Also jetzt ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die ziehen die Wörter irgendwie in die Länge und alles Mögliche, dass man echt erstmal drauf kommen muss, was die damit meinen. Ich meine, es gibt manche Dinge, zum Beispiel, wenn du dir was zu essen bestellst, da kannst du dann auf irgendwas zeigen und sowas. Aber wenn du dann so im Gespräch bist im Normalen, ist halt schwer anzuzeigen, wie alt bist du. Aber naja, jedenfalls wir ein bisschen gebabbelt, gelabert und ja, das ging bestimmt 2 Stunden. Also ich sag mal so, dieses Gespräch, was ich mit ihr geführt habe, ginge wahrscheinlich mit einem Deutschen so eine halbe, dreiviertel Stunde, mit ihr halt 2 Stunden. Weil man halt immer nochmal nachfragen muss, wie meinst du das jetzt genau, was willst du eigentlich von mir? Und ich habe sie natürlich auch ab und an mal was gefragt und ja, da musste sie dann manchmal fragen, was ich von ihr wollte und sowas. Also es war schon ganz witzig. Naja, jedenfalls war sie echt ganz nett. Ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, sie mit nach Hause zu nehmen, weil ich war relativ platte und ich wollte eigentlich nur noch pennen. Allerdings habe ich dann mit ihr klargemacht, dass wir am nächsten Tag mal zum Beach gehen. Und ja, am nächsten Tag habe ich sie dann, beziehungsweise heute dann, habe ich sie dann abgeholt, beziehungsweise, was heißt abgeholt? Wir haben gesagt, wir treffen uns an dieser Bar da, wo wir an dem vorherigen Abend waren. Also habe ich sie abgeholt, hinten auf den Roller gepackt und dann sind wir zu dem Strand gefahren. Die Thais sind übrigens sehr pünktlich, also wenn man mit denen einen Termin ausmacht und die einen da nicht gerade verarschen wollen, was bei Leuten vielleicht passiert, die Thais nicht so ganz mögen, dann sind die wirklich pünktlich. Sie war auch pünktlich da, sie hat auch gesagt, sie steht da schon 20 Minuten. Und ja, jedenfalls sind wir dann zum Beach gefahren und ja, wer ist mir dann natürlich über den Weg gelaufen? Wir sind eigentlich an einem relativ kleinen, also es gibt hier so einen ganz großen und da aktuell auch noch ein bisschen Hochsaison ist, also Hochsaison geht so bis circa März, ab März wird es dann ein bisschen weniger, April noch weniger und Mai, Juni rum ist dann die niedrigste Saison, also die Low Season. Und deswegen gibt es hier so einen großen Beach, da sind ziemlich viele Leute, da wollte ich aber nicht unbedingt hin, deswegen sind wir zu so einem kleineren. Da sind zwar auch ein paar Leute, aber nicht unbedingt so viele. Und natürlich an diesem Strand entdecke ich diesen, ja, russischen Mitmenschen, den ich gestern da auch schon gesehen hatte, wovon die Dame halt weggegangen ist. Ich wusste bis
zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, warum sie überhaupt gegangen ist. Naja, jedenfalls, ich habe mir erst gedacht, legen wir uns unter so, also auf so eine Liege unter einen Sonnenschirm. Aber da habe ich mir gedacht, nee, mal so ein bisschen in die Sonne und habe sie auch gefragt. Und sie meinte auch, ja, mit dem Handtuch einfach vorne in den Sand hinein. Das haben wir dann auch gemacht. Und ja, dann waren wir halt mal im Wasser, waren wir mal draußen, ein bisschen gesonnt, was man so macht, geraucht, alles Mögliche. Sind eigentlich schon anderthalb Stunden vergangen gewesen. Und dann lag ich da so ganz gechillt auf meinem Rücken und hatte die Augen zu, so ein bisschen gesonnt halt, wie man es so macht. Und auf einmal kriege ich eine üble Ladung Sand in die Fresse. Jo, ich die Äuglein aufgemacht, Brille abgezogen, also Sonnenbrille. Ich trage keine normale Brille. Ich hatte halt nur eine Sonnenbrille auf. Sonnenbrille runtergezogen, mich aufgesetzt, erstmal die Scheiße aus meiner Fresse gemacht. Und ja, dann blickte ich auf und wen sah ich da natürlich? Diesen Spargel-Tarzan vom Vorabend, also den Russen. Ist übrigens, diese Geschichte ist nicht gegen Russen oder sowas. Er war halt ein Russe. Und nicht, dass es dann wieder heißt, boah, der Massive, der hasst Russen. Nein, das hätte auch ein Chinese oder ein Japse sagt man nicht, Japaner oder ein Türke oder ein Thai. Da wäre die Geschichte wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen. Aber es könnte jede Nationalität sein. Es war aber ein Russe. Der, sollte man vielleicht dazu sagen, so circa vielleicht 1,85 war, also nicht unbedingt klein, dafür aber, ja, sozusagen, der sah zum Zerbrechen aus. Das heißt, er war so ein komplett abgemagertes Stückchen. Und ja, jedenfalls, der kickt mir der Sand in die Fresse, ich mich erstmal ein bisschen fresh gemacht, aufgestanden, den Kerl mal ein bisschen beiseite genommen und gefragt, was das soll. Und ja, dann hat er mich dann erstmal in seinem gebrochenen Englisch zugelabert, dass er doch ein Russe ist und total viele Freunde mit hier hat und ob ich überhaupt schon gemerkt habe, wie viele Russen hier auf Phuket sind. Das habe ich übrigens schon gemerkt, aber es war mir relativ Latte. Und da habe ich ihm dann halt in Englisch versucht klarzumachen. Der Kerl war relativ hohl meiner Meinung nach, also der konnte kein Wort Englisch aussprechen und es war halt so, als ob du mit einem Kleinkind irgendwie Englisch reden willst. Naja, jedenfalls dann mit ihm so ein bisschen debattiert und ja, er wollte mir halt irgendwie klar machen, dass ich sofort diesen Strand zu verlassen hätte, weil sonst holt er seine Russenmafia und dann würde es losgehen. Dann habe ich ihm ganz klar gemacht, wenn er sich nicht gleich verpisst, dass er dann mit seiner Fresse im Sand landet. Also ich habe das versucht so rüberzubringen, dass er es versteht. Ob er es verstanden hat, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, weil er hat halt immer nur so irgendwie rumgedruckst und ach, keine Ahnung. Ich glaube, der hat auch ein bisschen geschlottert. Er hat wahrscheinlich gedacht, er kann da so ein bisschen dicken machen. Jedenfalls hat mich dann erstmal, der Kerl stand da immer noch, dann hat mich die Kleine beiseite gezogen und hat mir dann erzählt, was an dem Vorabend passiert ist. Der Russe hat irgendwie, also der kam halt in die Bar und ist dann zu dieser Dame hin. Also sie ist halt auch so eine, die in der Bar arbeitet und die geht auch ab und an mit irgendwelchen Männern mit. Wie ich euch das schon mal erklärt habe, das ist eigentlich bei allen so. Ich habe übrigens für diesen Beach-Tag nichts für sie bezahlt. Das hat sie sozusagen in ihrer Freizeit gemacht. Weil irgendwie, ich weiß nicht, so für Frauen bezahlen, das ist keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist nicht so ganz mein Ding. Ich meine, wer es braucht, okay. Kann man natürlich mal machen. Jedenfalls hat sie mir dann, hat auch ein bisschen länger gedauert, weil wie gesagt, sie kann halt auch nicht perfekt Englisch, hat sie mir dann erklärt, dass sie halt in dieser Bar war und er kam rein und wollte sie dann sozusagen klar machen. Das heißt, hier in Thailand gibt es so Lady Drinks, nennt sich das. Lady Drinks, das heißt sozusagen, das ist zum Beispiel ein Bier, nur dass dein Bier zum Beispiel 2 Euro kostet und das Bier, ein Lady Drink Bier, kostet sozusagen 4 Euro. Das heißt, diese Damen sind halt meistens in der Bar beschäftigt. Und wenn du dich für diese Dame interessierst, dann kannst du der zum Beispiel einen Lady Drink bestellen. Dann sieht die Dame, ah, okay, der steht auf mich. Das heißt, du musst als schüchterner, deutscher, dicker Junge oder sowas, musst du, jetzt nichts gegen Dicke, oh, jetzt scheiße, ich darf sowas nicht sagen, weil sonst wird mir gleich angehaftet, ich habe was gegen Dicke. Ich bin übrigens auch kein Spargel-Tarzan, ich bin zwar nicht dick, aber kein Spargel. Und ja, jedenfalls, du kannst der Dame, da wollen sie auch meistens, dass du ihr einen Lady Drink bestellst. Somit hast du sie dann sozusagen kurzfristig ausgelöst. Das heißt, dann kommt sie zu dir, trinkt mit dir, du kannst dich mit ihr unterhalten, du kannst mit ihr klar machen, wenn du zum Beispiel wirklich nur aufs Poppen aus bist, dann sagst du, yo, hier, trink deinen Drink alle und danach nehme ich dich mit. Dann ist das in den meisten Bars so, also es gibt einmal Freelancer. Jetzt erzähle ich euch die ganze Puffkultur von Phuket irgendwie. Also es gibt Freelancer, das sind dann so Leute, beziehungsweise Damen, die gehen in Discos, also ganz privat und suchen sich da sozusagen einen Kunden.
Die könnt ihr dann sozusagen einfach mit nach Hause nehmen und am nächsten Morgen bezahlt ihr die. Und dann gibt es noch die Barmädels, die sind meistens auch ein bisschen hübscher, die sind da halt angestellt. Und wenn ihr die mitnehmen müsst, dann müsst ihr an den Barbesitzer noch so eine kleine Auslöse bezahlen. Weil es ist ja natürlich so, die Bars machen Werbung mit ihren Mädchen. Deswegen sitzen die Mädchen meistens auch 24 Stunden am Tag vor der Hütte. Natürlich nicht drinne, weil da sieht man sie ja von außen nicht. Deswegen hocken die davor, rufen dann hinterher. Also wenn du hier mit dem Roller durch Phuket fährst und an den Bars vorbeifährst, die kreischen dir hinterher. Es ist unglaublich. Jedenfalls, die Mädels sitzen dann vor den Bars und locken sozusagen die Männer hinein in die Bar. Weil der Barbesitzer hat dadurch natürlich mehr Umsatz. Ist logisch. Und wenn du da so ein Mädchen mitnimmst, hat der Barbesitzer natürlich ein Mädchen weniger in der Truppe, will ich mal sagen. Und deswegen musst du an den Barbesitzer so eine kleine Auslöse bezahlen. Die beträgt meistens so circa 200 bis 300 Baht. Das heißt 5, 6, 7 Euro rum. Und die bezahlst du den Barbesitzer und dafür darfst du das Mädchen mit rausnehmen. Das heißt, das Mädchen hat ab dann sozusagen frei. Und ja, die kannst du dann mit nach Hause nehmen und am nächsten Morgen bezahlst du sie nochmal. Das heißt natürlich für die Rechenkünstler unter euch, wenn du eine Freelancerin mitnimmst, die so in der Disco ist, kommt es natürlich meistens für dich günstiger, weil du halt keinem Barbesitzer noch was bezahlen musst. Aber wie gesagt, das sind meistens halt auch nur 5 Euro und das ist jetzt nichts Berauschendes. Und ja, ach scheiße ey, jetzt bin ich voll aus meiner Geschichte raus. Ich suche jetzt hier nochmal ein Trikot aus, so. Wo war ich denn jetzt eigentlich? Jetzt habe ich nämlich alles hier gemacht. Ach so, jedenfalls, der Typ, der wollte sie jedenfalls klar machen. Und an dieser Stelle pausiere ich jetzt mal. Entweder bis Nachspiel hier gegen Neymar, Lewandowski, Schweinsteiger, Iniesta, Reus, Di Maria, Ramos, Hummels, Alaba, Dani Alves und Neuer. Hübsches Team. Okay, ich würde sagen, ab diesem Punkt, wo der Russe sozusagen die Thai klar machen wollte, da pausieren wir die ganze Geschichte mal. Und ich hoffe mal, ich krieg's am Ende noch dran oder spätestens in der nächsten Folge. Dann tut's mir natürlich leid, falls ich es jetzt verpeilen sollte. Kann natürlich immer mal passieren. Naja. So, jetzt wollen wir uns natürlich hier konzentrieren, weil es sieht natürlich ordentlich aus, das Team von ihm. Und ich hoffe jetzt mal einfach nicht, dass er gut spielt. So, Ibrahimovic 1:0. Sehr schön, zweite Minute, war sehr schön an der Kante vom Ibra gelaufen. Ich glaube, ich hatte sogar ein bisschen Glück, weil er einmal so ein bisschen weggepusht wurde. Ja, schade, war eigentlich klar, dass sie hier rüberspielen. Boah, was war denn das für ein Pass? Nach vorne. Boah, die spielen sich ja als gegenseitig an. Ich wusste, dass das passiert. Das ist so fucking ärgerlich, Mann. Wenn er einfach da hinspielen würde, wo ich hinspielen will, dann passiert dieses verfickte Tor niemals. Sorry, dass ich jetzt so austicke, aber boah. Zweimal haben sie da hinten den falschen Pass gespielt, obwohl ich 100 pro die richtige Richtung und richtige Härte gedrückt habe. Aber okay, Hauptsache du spielst dem Gegner in die Füße. Sehr schön. So, da vorne jetzt. Ah, fuck it. Eigentlich wollte ich da auch wieder nicht hinspielen, aber der Pass war dann noch okay. Den könnte man auch vermuten, wenn man in die Richtung guckt. Deswegen sage ich mal okay. Aber Lukas war eigentlich vorne durchgelaufen. Da wollte ich eigentlich hinspielen. Beziehungsweise stand komplett im freien Raum. Ich hoffe, das passiert noch öfter. Oh, fuck it, regt mich das auf. Sowas regt mich dann wirklich auf, wenn ich der Meinung bin, keine Fehler gemacht zu haben. So. Spielen wir jetzt mal in die Mitte. Marquisio jetzt auf Ibrahimovic. Aber Sergio Ramos rückt hier raus. So, Ibra, gehen wir mal ein bisschen mit. Hier läuft er mit Angel Di Maria. Spielt er hier nochmal auf, weiß ich nicht, Lewandowski. Oh, Klischee, du Lappen, Alter. Ich glaube, dieses Spiel hat ziemlich viel Rage-Potenzial meinerseits. Da tritt Klischee halt einfach am Ball vorbei. Sorry, aber das muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Naja, für euch spannender, ersten 5 Minuten gleich mal 2 Tore. So, hoffen wir mal, dass jetzt hier noch welche fallen, aber nur noch für uns. So, Lukas. Oh, ich glaube, ich sollte mich jetzt erstmal beruhigen. Also jetzt spiele ich nur noch Scheiße. Das war jetzt auch komplett mein Ding, weil ich habe nach vorne gedrückt und nicht zu Ibra, wo ich hätte hindrücken sollen. Iniesta. Ah, da kommt er mit Angel Di Maria durch. Schnappen wir uns hier erstmal Klischee, das dürfte nichts... Alter, Alter. Durchpusten, Messe. Ganz, ganz ruhig durchpusten.
Also hier geht schon wieder was ab. Was ist denn hier los? Das ist ja unglaublich. Das ist natürlich eine nice Fackel hier vom Louis, glaube ich. Aber ist besser, als wenn wir da hinten jetzt irgendwie dumm den Ball verlieren. Boah, hier passieren Dinge. Ich weiß aber halt nicht so ganz, warum sie passieren. So, Ezequiel Avezzi. Ibra hat den Pass gebracht, deswegen kommt die Flanke auch auf Ibra. Aber Matze ist natürlich nicht der Kleinste. Und jetzt, ja, fuck it, Mann. Ich hätte einfach Powershot machen sollen, kein Finesse. Ich muss sagen, ich mache jetzt mal auf Defensiv. Also ich werde hier ein bisschen zu viel ausgeloppt. Mache ich zwar nicht gerne, aber muss ich hier mal. Ach, schade, hier wollte ich gerade den Ball spielen. Hat er nicht gemacht. So, Marco Reus. Ja, Kollege, den haben wir. Ja. Ja, hier hinten abdecken. So, spielt er uns jetzt hier leider nicht in die Füße. Wo ist der Ball? Klischee hatten, sehr schön. Hier nochmal abgelegt. Ah, das ist abseits. Ah, Dani Alves kommt eh noch dran. Schade, da wurde es... Nein, da spielt er den an, da spielt der den an. Natürlich sollte er einen Ezequiel anspielen, der frei war. Ich sollte mal meine weinerliche Spielweise lassen, ist ja katastrophal. Vor allem, wenn ich so Spielweisen drauf habe, wisst ihr ja wahrscheinlich, dass ich die Dinger dann immer verliere. Ich bin sowas von enttäuscht von meiner Abwehr in diesem Spiel, weil sie einfach keinen Zweikampf gewinnen. Und man muss sagen, da sind Leute wie Neymar. Und Lewandowski ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er jetzt ein zweiter Ibra gewesen wäre. Und deswegen bin ich wirklich teilweise relativ enttäuscht. Oh, fuck it, Ibra, ich habe zu lange gebraucht. Und der Matze holt den natürlich raus. Oh, fuck. Shit. Weil ich nur am Schwätzen war, habe ich vorne den perfekten Spot für Ibrahimovic verpasst. Der war komplett frei. Und hätte ich die frühe Flanke gebracht, dann wäre das Ding drin gewesen, meiner Meinung nach. De Rossi. Ich weiß auch nicht, warum der De Rossi sich jetzt als an der Kante aufhält. Macht er doch sonst nicht. Sonst spielt er immer einen auf Innenverteidiger. So, nehmen wir mal hier Gnazio mit raus. Lauf bloß nicht ins Aus. Jetzt bringen wir mal die Flanke. Ibra steht diesmal. Aber, nee, diesmal war es Ramos. Ja, diesmal war es Ramos. So, einmal dürfen wir noch drücken. Ezequiel mit der Ecke. Kommt gut, Ibrahimovic. So, Lukas nicht schießen. Jetzt schießen. Boah, Marco Reus. Und das gibt keinen Foul, okay. Habe ich eigentlich als Foul gesehen, aber was ich als Foul sehe und was er pfeift, ist eine andere Sache. Ja, hier, jetzt kommen wir außen durch. Ja, Lukas, bringen wir die Flanke, jetzt Ibrahimovic. Oh, neuer Ficken, Alter. Verpiss dich, mein Kleiner. So, Lewandowski hier. Oh, da vorne läuft der Ney. Ja, und da will er auch gleich natürlich den Lobpass nach vorne bringen, kann man natürlich auch verstehen. Weil Neymar da vorne alleine an der Kante mit... Company war. So, und da kommt der nächste Lob. Und, senzt er mich hier um. Ich glaube, das hätte noch nicht mal Foul gegeben, wenn Neymar am Ball gekommen wäre. Bleibt im Spiel. Nee, bleibt alleine nicht. Bin relativ echt enttäuscht von meiner Defensive. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie stark, dass es daran liegt, dass ich halt wirklich so viele Aufstellungen spiele. Und dass ich die jetzt irgendwie anscheinend versuche zu spielen wie ein 4-4-1-1 oder so. Weil es kommt jeder Lobpass durch. Jeder Lobpass. Und jetzt versucht das halt auch nur noch damit, muss man sagen. Nachdem es jetzt halt schon so häufig geklappt hat. Reus. Muss man halt auch verstehen. Also würde ich genauso machen. Habe ich euch schon mal gesagt, wenn man vom Gegner irgendwie einen Fehler erkennt, dann sollte man den auch ausnutzen. Und das macht er jetzt eiskalt. Das heißt, er spielt die ganze Zeit diese Lobpässe. Und die kommen einfach so perfekt da vorne durch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich muss nur mal gucken, wie ich das verhindern soll. Hatten wir nicht meine Lobpass-Stressphase, also wo ich als Lobpässe bekommen habe? War das nicht sogar mit diesem Team? Oder hatten wir da ein anderes? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Also vor allem, oh Alter, De Rossi, spiel ihm in die Füße. Hast schon recht. So, ey, das gibt es einfach nicht. Meine Abwehr ist einfach nicht vorhanden. Ich weiß, ich bin halt am Rumheulen, aber, ich weiß halt, dass wenn es so weiterläuft, dass ich mir jetzt gleich hier ein Tor fange. Heißt natürlich, dass wir auch eins machen können, aber erstmal heißt es, dass der Gegner als zu Chancen kommt. So, der geht jetzt aber mal ins Aus. Und jetzt vielleicht mal ganz gechillt, ey. Ganz gechillt jetzt mal. So, Manu Neuer. Wo bringen wir den hin? Da hinten bringen wir den hin. Ja,
Da ist schon wieder der Royce. Und der Royce, der pusht sich hier auch vor uns. Jetzt durchgesteckt auf Ezekiel, Push-Taste. Boah, hat gut geklappt. Habt ihr das gesehen, wie er Dani Alves... Das gibt's nicht, Alter, diese scheiß Pech. Ich kotze nur noch, Alter. In so Spielen fuckt's mich halt natürlich ab. Ich habe das im letzten Spiel schon gesagt. Wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten 5 Spielen ohne Scheiß 15 Mal Aluminium getroffen. Oh, geht mir das auf den Sack. Alter, vor allem halt in so einem Spiel, in so Spielen, wo es irgendwie Latte ist, wo du 100.000 Chancen hast, ist es kein Problem. Aber hier ist nämlich nicht so ein Spiel, wo ich 100.000 Chancen haben werde. Und deswegen fuckt sein natürlich ab. Klischee, läufst du mal mit? Ich habe ein bisschen Hass auf mein First Team aktuell. Wie gesagt, das liegt 100 Pro an mir natürlich. Ich weiß ja, dass ich spielen kann. Scheiße, da wollte ich gerade spielen in Lauf. Die Maria. Schön von Ezekiel, aber Dani Alves stellt sich wieder davor. So, den springt er hier lang raus. Vielleicht können wir den abfangen. Oh, Alter, was machen die Jungs denn? Ich raff's nicht. Schweinsteiger. Und Reus. Oh, Alter. Scheiß die Wand an. Ich fühle mich hinten sowas von verloren. Ich glaube, ich stelle mal um die Formation. Ich glaube echt, es liegt an der Formation. Und ich fange hier gleich ein, wenn ich hier nicht irgendwie was ändere. Deswegen machen wir Formation kurz. Bin ich nicht schon... Nee. 4-4-1-1. Schnell. Ja, mal gucken, wie viel Zeit haben wir noch? 23 Sekunden. Abate, Chiellini, Kompany, Clichy. Passt. De Rossi, das passt nicht. Das können wir so machen. Das machen wir so. Lukas. Ach so, scheiße. Ja, dann machen wir Marquisio als Mittelstürmer. Also hier hin. Und Ibrahimovic dahin. Jetzt müsste stimmen, ne? Mittelstürmer, Lukas. Ja, so stimmt's. Puh, so. Alles klar, nochmal schnell umgestellt. Jetzt spielt einfach mal Marquisio bei uns Mittelstürmer. Und ich hoffe einfach mal, dass es besser läuft. Wahrscheinlich fange ich mir jetzt direkt ein. Ja! Oh, Alter. Ich glaube irgendwie, die Jungs hier aus dem Verein, die wollen mich einfach gerade ein bisschen verarschen. Fühle ich mich echt so. Ja, gut. Gut, Ezekiel. Na gut, vielleicht können die Jungs sich jetzt positionieren richtig. So, Schweinsteiger. So oft habe ich mich auch in letzter Zeit echt nicht mehr über das Spiel irgendwie aufgeregt. Aber jetzt aktuell muss ich es echt machen. So, Ibrahimovic hier gegen Hummels. Push-Taste. Push-Taste und... Ah, hätte ja mal durch die Beine gehen können. Ich hätte wahrscheinlich einfach flanken sollen. Wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. So, sehr schön von De Rossi. Da wollte er ein bisschen Mongo-mäßig rumskillen. Irgendwie versucht er die ganze Zeit mal. De Rossi, Flanke. Ibrahimovic steht... Touré, abgelegt auf Lukas. Ah, shit. Vielleicht ein bisschen übertriebener Job, also der nicht hätte sein müssen. So, Clichy. Bringen wir die Flanke, Ibra steht. Aber ich habe keine Chance hier mit Ibra vorne drin gegen Hummels und Ramos. Also Ramos wegen seinem Jumping, Hummels wegen seiner Größe wahrscheinlich. Ja, sehr schön gemacht von De Rossi. Und ich muss sagen, es läuft schon viel besser, aber Ibra steht... Nee, steht er nicht. Oh, das gibt es nicht, Alter. Fuck it. Aber gefällt mir schon irgendwie viel besser. Vor allem jetzt auch nach vorne, weil das Mittelfeld ist jetzt einfach präsenter. Komm, Ibra. Ja, schade. So, Sergio Ramos. Schön von Touré abgefangen. Oh, wo will er den hinbringen? Das sieht ja echt schon wieder aus wie eine Klärungstat. Sehr schön wieder von De Rossi. Lukas? Lukas, push dich. Schade, kriegt er raus. So, Iniesta. Ah, sorry, ich muss jetzt hier manchmal mal kurz ruhig sein. Also er kommt jetzt gar nicht mehr raus aktuell. Müssen wir weiter so machen. Touré, Flanke kommt, aber da kommt leider nur, weiß ich nicht genau wer, aber auf jeden Fall nicht Ibra. So, Lewandowski. Will hier schnell rausspielen. Clichy hätte mal einfach auf den Ball zugehen können. So, jetzt hier Dani Alves. Spielen wir raus. Nochmal zurück. Und ja, sehr. Und jetzt hier außen durch. Nehmen wir gleich nach innen mit. Und jetzt hier vorne. Oh, das gibt es nicht. Alter. Ja, okay. Der Gegner ist am Lacken. Ich bin der Meinung, jetzt wäre eine Führung für uns verdient. Meiner Meinung nach.
So, richtig schön vom Marquisio abgefangen. Also der Gegner... Oh, und dann passiert natürlich sowas. Der Gegner kommt hier gar nicht mehr an den Ball dran. Also seitdem wir die Formation umgestellt haben, läuft es irgendwie richtig. Aber meistens passiert es ja dann so, wenn du die Dinger nicht machst, dass du dir einen fängst. Ich will es mal nicht drauf anlegen, aber es kann natürlich immer passieren. So, Lukas hier. Problem, es ist keiner drinne. Deswegen müssen wir einfach mal reinziehen. Nochmal, Touré? Nee, aber können wir hier abfangen? Aber er will einen Lang rausbringen. Fuck it. Nochmal hoch hier durch. Ezequiel Lavezzi. Müssen wir die schnelle Flanke bringen? Und dahin steht Ibra. Oh, verdiente Scheiße. Jetzt richtiges Powerplay gespielt mal, nachdem wir getauscht haben. Ich glaube, der war so gut wie gar nicht in meiner Hälfte. Aber es ist 77. Und das heißt, dass hier noch nichts gegessen ist, ne? Wisst ihr ja? Boah, macht voll Spaß, das Team irgendwie in dieser Formation. Ah, schade. Ja? Weil irgendwie, man verliert keinen Ball. Die Leute gehen richtig krass drauf. Vor allem die Rossi ist mir aufgefallen, wie krass der hier irgendwie auf die Bälle drauf sprintet. Ist mal richtig pornös. Und jetzt Ibra im Rückwärtslauf. Und ja, Ibra, geil. Ibra als Außenverteidiger, kann man auch mal machen. So. Ja, komm, den haben wir. Schade. Da kommt er irgendwie, ich weiß nicht genau mit wem, dazwischen. Und Ibra wieder. Schön abgefälscht das Ding, dass Reus nicht am Ball kommt. So, Marco Reus. Jetzt müssen wir hier mit Chiellini mal reingehen. Sehr schön. Und jetzt macht er hier... Oh, fuck. Hat er Lack. Er hat richtig die Abwehr rausgerückt. So, muss jetzt hier mitgehen. Und er spielt trotzdem den Lobpass. Und der wäre auch noch fast durchgegangen, obwohl ich zwei Leute davor hatte. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass er nicht den Lobpass spielen wird. Hat er aber gemacht. So, aufpassen. Jetzt hier Dani Alves. Bringt ihn auf den Schweini. Müssen wir haben. Hat Chiellini. Sehr schön. So, raus. Ibra. Ja, komm. Spielen wir auch mal einen Lobpass. Ah, schade. Aber vielleicht kriegt Ibra den noch. Ja, und jetzt nochmal vorne durch. Ah, Sergio Ramos hier. Schön rausgerückt. So, David Alaba war obvious, dass er hier nur auf Reus warten will, dass der durchläuft. Fuck. Ach du Scheiße. Jetzt hat er, glaube ich, ganz sicher auf sehr offensiv geschaltet. Und jetzt fängt er hier den Ball auch ab. Weil jetzt ist er nämlich am Pressen und jetzt ist er hier durch mit Lewandowski. Oh, Klischee, danke, Alter. Hast du dann doch nochmal deinen Tag gerettet, dass er hier den Fuß vor Lewandowski nochmal reinbekommt. Na, sieht mir jetzt aber nach der Ecke nicht nach sehr offensiv aus, muss ich sagen. Also es sieht mir eher irgendwie... Kurz die Fresse halten. Fuck it, Mann! Fuck it! Muss ich flach bringen, glaube ich, den Ball. Ja, ich war ganz schön... Ach so, das Spiel ist zu Ende. Ja, okay, dann ist es eh Latte. Ich habe gar nicht mehr auf die Zeit geachtet. War irgendwie schon ein geiles Spiel, muss ich sagen. Vor allem wegen dieser 180-Grad-Wendung meinerseits, nachdem wir die Formation geändert haben. Alter Vater. Ich glaube, das Spiel war für euch auch geil anzusehen. Also müsst ihr mal sagen. Weil die Spiele, wo ich gar nicht weiß, welche Minute wir haben, das sind die geilsten. Weil ich hatte überhaupt keine Zeit, auf die Uhr zu gucken, beziehungsweise ich wollte es gar nicht, weil ich konzentriert zu Ende spielen wollte. Ibra natürlich Spieler des Tages mit zwei Buden. Boah, alter Vater. Ja, okay, aber man muss auch sagen, statistikmäßig her sind wir ganz klar vorne. Aber der Gegner war kein schlechter, auf jeden Fall nicht. Aber ich hätte mal von Anfang an auf dieser 4-4-1 einspielen müssen. Wäre wahrscheinlich nicer gewesen. Ihr seht es, wir sind bei 30 Minuten und das heißt... Tja, leider Gottes splitte ich diesen Part. Das heißt, ich werde euch die Geschichte in der nächsten Episode zu Ende erzählen. Ich könnte jetzt natürlich nochmal so 5 bis 10 Minuten labern, aber ich finde es viel cooler, wenn ihr jetzt so einen kleinen Anreiz habt und dann nächste oder übernächste, weil ich glaube, nächste mache ich nämlich eine Let's Trade. Und da werde ich das wahrscheinlich nicht erzählen. Und übernächste, keine Ahnung, was wir da machen, da erzähle ich euch dann den Rest. So machen wir das nämlich. Aber ich würde mir mal ganz gerne unser Team hier angucken. Es wäre so geil, Alter, wenn du das Team so aufstellen könntest. Das wäre so pornös. Aber das ist nicht möglich. Aber es ist fast möglich, oder? Mal ganz kurz gucken hier. 4-4-1-1. Also es hat jedenfalls im Spiel voll Spaß gemacht. Ach nee, Quatsch. 4-4-1-1.
da haben wir es. Nee, 442, 4411. So, wenn wir jetzt hier machen, so, dann könnte man hier Stürmer Kun Agüero hinstellen. So. Nee, fuck, es wird nie klappen, weil leider Gottes, ja, es kann nie klappen, weil hier meinte ich jetzt halt mit, hier, wie heißt es, Touré. Hier die Seite, das würde schon funktionieren, so, das würde ja schon reichen. Hier könnte man dann prinzipiell auch eine Chemiehure reinmachen, zum Beispiel halt Raphael oder so, das wäre ja gar nicht mal so schlimm. Aber das Problem ist einfach Kuhn, der wird nie auf volle Chemie kommen, weil hier drüben würde ich halt gerne die Rossi stehen haben. Oder halt Marquisio, wäre ja auch in Ordnung. Aber das ist halt nicht möglich. Schade. Ist niemals möglich. Also ihr müsst da auch nichts probieren. Ich weiß, dass man natürlich was anders machen könnte. Aber mit genau diesen Spielern ist es nicht möglich. Weil wenn ich hier De Rossi hinstelle, ist ja im Prinzip dasselbe wie Marquisio. Kriegt Agüero zwei tote Links und ist somit, ja, nicht auf voller Chemie. Ich denke mal, wir kriegen ihn so auf 8 Chemie. Wenn ich ihn zum Mittelstürmer mache, dazu noch Trainer, dann müsste man ihn auf 8 Chemie bekommen. Wäre vielleicht auch eine Idee, das mal so zu spielen. Ach nee, dann haben wir das nächste Problem. Passt ja trotzdem nicht. Weil De Rossi hat ja dann auch wieder ein Problem. Weil De Rossi kriegt ja dann nur den einen Link von hier hinten. Weil hier Lavezzi steht und hier Agüero und hier Touré. Nee, das ist alles zum Scheitern verurteilt. Leider Gottes. Da müsste man was anderes machen. Naja, das werde ich mir nochmal im Nachhinein überlegen. Achso, wegen Kuhn. Das ist übrigens nicht meiner. Da wundert ihr euch bestimmt, warum ich den so im Verein rumpimmeln hab. Den hat mir gestern, oh fuck ey, ich vergesse den Namen immer wieder. Es tut mir verdammt leid, aber ich kriege am Tag wirklich über 50 Facebook-Nachrichten. Und wenn ich mir echt alle Namen merken würde, dann wäre ich tot. Aber ich gucke jetzt extra nochmal nach. Genau, der Marcel. Der Marcel, der hat uns schon öfter was geliehen. Zum Beispiel hat er uns auch Ibra Second in Form geliehen. Und der Marcel hat mir auch gestern diesen Kun Agüero geliehen. Übrigens, falls ihr auf die Coins geachtet habt, ich habe vorhin mal einen Aubameyang gekauft, einen Second in Form. Ja, 180k ist jetzt nichts Besonderes. Also da ging auch welche hier, 177, okay, der ist für 185. Da ging, hätte man aber wahrscheinlich sogar für 170 bekommen. Die wollten aber einfach nur schnell haben, weil ich erhoffe mir einfach mal, vielleicht hole ich mir noch einen zweiten. Es könnte passieren, dass Aubameyang abbekommt. Und wenn Aubameyang der Second in Form 84er wird und die Werte, die sowieso schon geil sind, ich meine, das sind jetzt hier die gepushten Werte, aber er hat auch so wirklich geile Werte mit, ich glaube, 96 Pace, 85er Schuss, 80er Passen und ich glaube noch ein paar 70er, Ende 70er Kopfball. Also wirklich richtig nice Werte bei 1,85 Körpergröße. Und wenn der einen 84er bekommt und dann zum Beispiel so 88 Schuss hat oder so, alter Vater, dann wird der verdammt teuer. Aber es ist natürlich nicht abzusehen, dass er einen bekommt. Er könnte einen bekommen, muss aber nicht. Und ja, ich denke mal, 180 geht trotzdem klar. Das sollte ein guter Preis für ihn sein. Vielleicht hole ich, wie gesagt, noch ein, zwei Stück. Das weiß ich noch nicht. Aber ja, das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Jetzt zum Abschied noch ein Päckchen und dann sind wir durch hier. Hoffentlich ist die Aufnahme nicht abgekackt, weil ich fand es war eigentlich eine ganz nice Aufnahme. Nee, läuft noch alles. So. War ein geiles Spiel, nachdem ich die Formation umgestellt habe und, Alter, aber ohne Scheiß mal, nachdem wir die Formation umgestellt haben, da haben wir den ja mal todesgedrückt, über 20 Minuten oder was das waren. Der kam ja gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. Das fand ich mal ziemlich nice, muss ich sagen. Und, ja, ich glaube, der Sieg war auch wirklich verdient. Weil richtige Chancen hatte er eigentlich auch keine mehr. Außer die eine natürlich mit Lewandowski, wo Klischee wunderbar dazwischen geht, war natürlich auch verdammt wichtig. So, jetzt nochmal Alaba zum Abschluss ziehen. Muss auch mal drinnen sein. So, auf die Transferliste. So, nehme ich mir nochmal Verträgchen mit hier. Und dann ist das Video auch zu Ende. Ich denke mal, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, ob ich es in der Let's Trade erzähle. Nee, ich denke mal, die Let's Trade wird die nächste Episode sein. Schätze ich jetzt mal. Vielleicht auch nicht. Müssen wir mal schauen. Und in der nächsten Foot-Let's-Play-Episode werde ich dann die Geschichte zu Ende erzählen. Ich hoffe, ich verpeil's nicht. Aber wenn nicht, dann könnt ihr mich natürlich daran erinnern. Dann werde ich das nachholen, aber ich werde das schon nicht verpeilen. Wird schon irgendwie klappen.
Und ja, ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand das Spiel geil. Und erst fand ich es nicht geil, weil ich richtige Probleme mit meiner Abwehr hatte. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich jetzt so viel 4-4-1-1 gespielt habe, dass ich da so oft überloppt wurde jetzt mit der 4-3-3. Keine Ahnung, woran es lag, aber es kam jedenfalls so vor. Vor allem, nachdem ich auf die 4-4-1-1 gegangen bin, wurden wir gar nicht mehr überloppt, soweit ich das in Erinnerung habe. Naja, okay. Gut, das wäre es eigentlich gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Schreibt was in die Kommentare und kommt natürlich mal im Forum auf der HP. Da gibt es Trading-Tipps, Spielerberichte, was ihr wollt. lpmassive.de, schaut mal vorbei. Macht's gut, ciao.